Für den zweiten Teil des Pechakucha freue ich mich als erstes, die Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik begrüßen zu dürfen in Person von Frau Fritsch. Die Drehscheibe ist eine landesweite Koordinierungsstelle für die Partizipation junger Menschen in Berlin. Sie vernetzt, qualifiziert und befördert die Verankerung von Kinder- und Jugendinteressen und Partizipation auf Bezirks- und Landesebene. Frau Fritsch, wir freuen uns auf Ihren Input. Vielen Dank. Dankeschön. Geht denn jetzt die Uhr? So ungefähr. Ansonsten habe ich ein Handy. Ich drehe es schon. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, ich habe ein wunderbares Bild gefunden. Mehr Platz für Kinder und Jugendliche und wem gehört die Stadt? Was ich bedauere ist, es ist leider aus Wien und nicht aus Berlin. Ja, ich habe es geklaut, aber mit Quellenangabe, wie Sie sehen. Ich wünsche mir stellvertretend für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt, dass es tatsächlich für sie mehr Platz gibt und dass wir sie beteiligen, wenn es darum geht, zu gucken, wie unsere Stadt zukünftig aussehen wird. Ich glaube, es gibt einen Mindestkonsens zwischen uns allen, dass Kinder und Jugendliche Menschen sind. In diesem, oder? Ja, danke. Das war jetzt eine heikle Frage, ne? Und in diesem Sinne tauchen sie natürlich als Bürgerinnen und Bürger auf. Es gibt eine Stelle in den Leitlinien, wo Kinder und Jugendliche explizit benannt werden. Sie sind rechtsfähig, sie haben eigene Rechte und Pflichten. Ich habe nur beispielhaft ein paar Sachen aufgezählt, wo drin steht, dass sie mitbestimmen dürfen. Und sie finden das dort. Was aber wichtig ist natürlich, und erwähnt sind ja in den Leitlinien immer Bürgerinnen und Bürger, wir reden, wenn wir von Kindern und Jugendlichen reden, nicht von kleinen Erwachsenen, sondern wir reden von einer Personengruppe, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Bezeichnenderweise stehe ich heute hier. Ich bin offensichtlich nicht unter 18. Ja, eigentlich ist es nicht richtig, dass ich hier stehe. Eigentlich müsste ein Kind oder ein Jugendlicher hier stehen und diese Interessen vertreten. Das gebe ich schon mal mit zu bedenken. Ich hoffe aber, ich habe gesehen, es gibt Menschen, die deutlich jünger sind als ich. Also wenn ich was Falsches sage, einfach reinschreien. So, dann bleibt ja immer die Frage, beteiligen, aber wie? Also Sie haben bei der Frage, ich habe zwei Bilder eingespielt, das sehen Sie. Dafür brauche ich nicht viel Worte. Sie werden wahrscheinlich unterstellen, dass beim unteren Bild mitbestimmt worden ist und beim oberen nicht. Wenn ich ehrlich bin, ist reine Manipulation. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich habe es einfach vorausgesetzt, weil es unten netter aussieht als oben. Weil unten Menschen sind und oben nicht. Aber wissen kann ich es nicht. Was aber deutlich wird an diesem Bild ist, dass wenn wir von Kinder- und Jugendbeteiligung reden bei der Stadtplanung, dann geht es immer darum, dass diese Personengruppe, nämlich die unter 18-Jährigen, auf die Gestaltung von Spielplätzen zoniert werden. Sie dürfen immer dann mitreden, wenn es um Spielplätze geht. Und die Sichtweisen sind doch sehr vielfältig. Ich kann Ihnen sagen, beim letzten Entwurf vom Beteiligungsverfahren auf dem RAW-Gelände gibt es so eine Fläche, da ist ganz viel Beton. Ja, und ich habe gesagt, oh, das ist aber viel Beton, das finde ich nicht so schön. Meine Töchter sagten, das ist doch super zum Skateboardfahren. Ja, ich freue mich schon, wenn der Sicherheitsdienst kommt. Das heißt aber, wir müssen Kinder und Jugendliche beteiligen an der Stadtplanung und das heißt auch, wir müssen sie einbeziehen, wir dürfen sie nicht diskriminieren wegen ihres Alters, denn sie können ja nichts dafür, dass sie noch nicht volljährig sind. Und deswegen ist es schön, dass sie hier nochmal besondere Aufmerksamkeit finden. Wenn wir sie beteiligen, müssen wir natürlich, übrigens wie alle anderen Gruppen, die möglicherweise Unterstützung brauchen, zeitlich, finanziell, methodisch, sprachlich, die wollen natürlich Spaß haben, was ich total verstehen kann. Ja, wir brauchen also Methoden, die ein bisschen jugendgerecht sind an vielen Stellen. Wir müssen natürlich auch unsere Versprechen einhalten. Jeder, der selber Kinder hat oder aus der Pädagogik kommt, weiß, wenn man Versprechen macht, dann muss man sie auch einhalten. Wir dürfen also nicht versprechen, dass wir sie beteiligen und wir dürfen ihre Ergebnisse dann, weil sie uns dann doch irgendwie nicht passen, nicht mit einbeziehen. Das wäre uns ganz wichtig. Also Ergebnisoffenheit, dann natürlich der ressortübergreifende Ansatz. Kinder- und Jugendbeteiligung ist keine reine Frage der Stadtplanung. Es ist eine Frage, die über ganz viele Institutionen und Themen und Ressorts geht. Und um sie umsetzen zu können, brauchen wir verbindliche, kontinuierliche Rahmenbedingungen und Anlaufstellen.
Und jetzt könnte ich Ihnen sagen, was wir alles davon haben. Ich könnte davon sprechen, ich habe ja nur noch eine Minute, ja, ich könnte davon sprechen, dass wenn man sich am Bedarf orientiert, man geschützt ist vor Fehlinvestitionen. Ich könnte davon sprechen, dass wenn sich jemand mit seinem Umfeld identifiziert, es weniger Schäden gibt, weil ich mein Eigentum schütze und das, wovon ich denke, dass es mir gefällt. Aber eigentlich, finde ich, gibt es nur eine Frage und die sollten wir richtig stellen. Wie kommen wir eigentlich dazu, Kinder und Jugendliche an der Gestaltung ihrer Umwelt nicht zu beteiligen und auf der anderen Seite zu erwarten, dass sie ein demokratisches Verständnis entwickeln und sich auch so verhalten? Vielen Dank.